Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man den Erwartungswert von Bernoulli-Experimente berechnen bzw. richtig interpretieren kann. Als erstes werden wir uns anschauen, welche Bedeutung dieser Erwartungswert im Zusammenhang mit der Binomialverteilung hat. Dafür schauen wir uns ein kurzes Beispiel an. Und zwar nehmen wir an, wir bestellen bei einem Versandhaus 10 Kugelschreiber. Erfahrungsgemäß sind 30% davon nicht brauchbar. Die Frage ist, wie viele Kugelschreiber werden wir von unserer Lieferung wegschmeißen? Für den Fall, dass das jetzt zu schnell ging, möchte ich euch bitten, an dieser Stelle auf Pause zu drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen und die Antwort zu überlegen. Gehen wir davon aus, das habt ihr jetzt gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch auf dieses Ergebnis gekommen sind. Dieses Ergebnis ist nichts anderes als der Erwartungswert. Also, wir haben instinktiv den Erwartungswert gerechnet, durch die Tatsache, dass auch sehr einfache Zahlen vorgegeben waren. Und die Formel, die man unbewusst angewandt hat, lautet μ, das ist die Abkürzung für den Erwartungswert, ist gleich n mal p. In unserem Fall war n natürlich 10 und p 30%, also 0,3. Deshalb das Ergebnis 3. So einfach ist es. Als nächstes werden wir uns anschauen, wie man die Bedeutung des Erwartungswerts in diesem Zusammenhang ein bisschen genauer deuten kann. Wir erinnern uns, Binomialverteilung oder Bernoulli-Experimente kann man immer mit Hilfe von Histogrammen darstellen. Hier sehen wir das passende Histogramm zu dem Beispiel, was wir vorher angeschaut haben. Wir beachten, die x-Achse ist in diesem Fall k, also die Anzahl der Treffer. Die Anzahl der Treffer bedeutet die Anzahl der Kugelschreiber, die wir bei unserer Lieferung wegschmeißen könnten. Und die y-Achse ist die Wahrscheinlichkeit für den jeweiligen Treffer, für die jeweilige Trefferzahl. Und wir haben bereits vorher ausgerechnet, dass der Erwartungswert bei 3 liegt. Wenn ich ihn jetzt hier an unser Achse eintrage, dann wird die 3 hier an dieser Stelle sein. Und wir merken, die 3 ist die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Übersetzt heißt das, egal wie oft wir 10 Kulis bei diesem Versandhaus bestellen, im Durchschnitt schmeißen wir am meisten 3 Kulis weg. Also das bedeutet, manchmal können wir gar keinen Kuli wegschmeißen oder wenn wir Pech haben, schmeißen sie auch, wir auch 7 Kulis weg. Aber im Durchschnitt werden es immer 3 sein. Also, kurz gesagt, der Erwartungswert ist die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. In unserem ersten Beispiel werden wir uns anschauen, wie man diesen Erwartungswert in Verbindung mit ein paar abiturähnliche Aufgaben bringen kann. Und zwar, wir haben eine Zufallsvariable x, die binomial verteilt ist mit n gleich 8 und b gleich 0,5. Wir müssen den Erwartungswert von x berechnen, um begründen, welcher der folgenden Abbildungen dieser Verteilung von x entspricht. Dafür nutzen wir die Formel, die wir bereits besprochen haben, also μ ist gleich n mal p, in diesem Fall 8 mal 0,5. Und das sind natürlich 4. Wenn wir die erste Abbildung anschauen, wir erinnern uns, was wir vorher besprochen haben. Wir haben gesagt, dass der Erwartungswert immer die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist. Also ist bei dieser Abbildung der Erwartungswert bei 2. Das kommt dann für uns nicht in Frage. Bei der unteren Abbildung ist der Erwartungswert dann entsprechend bei 7, kommt für uns auch nicht in Frage. Deshalb, erst bei dieser Abbildung erkennen wir, der Erwartungswert liegt bei 4. Also ist das die richtige Abbildung für uns. Unser nächstes Beispiel hat nur indirekt was mit dem Erwartungswert zu tun. An dieser Stelle will ich die Gelegenheit nutzen, um mit euch den Umgang mit diesem sogenannten Histogramm zu üben. Also, wir haben eine Zufallsvariable x, die binomial verteilt ist mit n gleich 8 und p gleich 0,6. Auf der rechten Seite sehen wir einerseits das passende Histogramm dazu, wo man an der p-Achse grob die passende Wahrscheinlichkeit zu den jeweiligen Trefferzahlen ablesen kann. Alternativ habe ich unten noch die Wertetabelle abgebildet. Da kann man ein bisschen genauer die passenden Wahrscheinlichkeiten für die jeweiligen Trefferzahlen ablesen. Unser Ziel ist mit Hilfe dieser Abbildung oder der Wertetabelle näherungsweise folgende Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Als erstes,
suchen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens 4 und höchstens 6 Treffer haben. Das würde anhand des Histogramms bedeuten, wir interessieren uns für Trefferzahl 4, 5 und 6. Also kurz gesagt, wir können das zerlegen dann in p von x gleich 4 plus p von x gleich 5 plus p von x gleich 6. Ihr könnt an dieser Stelle entweder das Histogramm benutzen, wo ich nur grob das Ganze ablesen kann, oder die Wertetabelle. Ich entscheide mich jetzt für die Wertetabelle, allerdings werde ich die Werte noch ein bisschen runden, sonst ist es zu aufwendig. Also entsprechend, p von x gleich 4 sind dann 0,23 plus p von x gleich 5 0,28 und p von x gleich 6 0,21. Das Ganze ergibt dann zusammengefasst 0,72. Bei unserer zweiten Wahrscheinlichkeit suchen wir indirekt die Trefferzahlen, die größer als 2 und höchstens 5 sind. Kurz gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr als 2 Treffer und höchstens 5 Treffer haben. Mehr als 2 Treffer bedeutet mindestens 3 Treffer. Daher p von x gleich 3 plus p von x gleich 4 und natürlich höchstens 5, also auf p von x gleich 5 gehört zu unserer Lösungsmenge. Wir lesen wieder die passenden Wahrscheinlichkeiten ab. P von x gleich 3 ist grob 0,12 plus p von x gleich 4 0,23 und p von x gleich 5 0,28. Wenn wir das Ganze zusammenzählen, haben wir dann 0,63. Bei unserer letzten Teilaufgabe suchen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle Trefferzahlen zusammenrechnen außer 4. Natürlich können wir dann umständlicherweise alle Trefferzahlen außer 4 zusammenzählen, was jetzt gar nicht mal so empfehlenswert ist wegen den auffälligen Zahlen. Oder wir könnten auch schlauerweise an dieser Stelle das Gegenereignis benutzen. Also von der Gesamtwahrscheinlichkeit, also 1, ziehen wir die eine Trefferzahl, die wir nicht wollen. Und das ist p von x gleich 4. Dadurch wird die Rechnung ganz kurz. 1 minus die Wahrscheinlichkeit für 4 liegt bei 0,23. Entsprechend sind das dann 0,77. Am Ende dieser Aufgabe noch einen kleinen Hinweis. Für den Fall, dass das von Bedeutung wäre für die Aufgabenstellung, kann man auch natürlich hier den Erwartungswert ganz gut erkennen. Entweder anhand des Histogramms an dieser Stelle oder man kann auch anhand der Wertetabelle diesen Erwartungswert ablesen. Es ist natürlich die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit hier an dieser Stelle. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Als erstes ist der Erwartungswert für die Deutung, das Verständnis von Histogrammen sehr wichtig. Ebenfalls für viele anwendungsorientierte Aufgaben von Bedeutung, damit meine ich anwendungsorientierte Aufgaben mit dem wissenschaftlichen Taschenrechner. Und nicht zuletzt, für den Fall, dass das noch nicht geschehen ist, empfehle ich, um das Thema besser zu verstehen, auch noch das Tutorial über die Binomialverteilung bzw. Bernoulli-Experimente anzuschauen.